Noch kein. Nein, Alex hat, glaube ich, keine Unordnung verursacht, oder? Hat Alex Unordnung verursacht? Nie. Never ever. Hat er was in die Sortierkisten gelegt? Auch nicht. Okay. Nein. Ja, gut, der ist ja eher am Bauen gerade. Komm mal raus, Nico. Einmal. Nur noch einmal. Wie heftig. Sieht so krass aus, ne? Sieht richtig cool aus. Und dieser Unterschlupf da hinten, den mache ich auch nochmal anders bei denen, also von unseren Sklaven. Ja, ja. Also klar. Von den Mods. Ja. Was? Von den ganzen Mods machen wir das auf jeden Fall auch nochmal schön. Da baue ich irgendwie so eine ganz bittere, traurige. Gibt es das? So, 7. Ich hätte gern eine Kühlkiste. Quatsch. Oh, ich bin schon das höchste Level hochgestiegen. Sehr gut. Skitanisch. Machen wir mal Grenzland. So, gekochtes Ei. Stellen wir mal her. Wo steht jetzt dieses Play? Ach, da. Jo, da ganz oben. Aha. Festmahl für Mitra. Okay. Rotisches Festmahl. Rotisches Fleisch. Ein Gewürzsteak. Ja, sowas von, Alter. Was fehlt mir denn jetzt? Ah, mir fehlen wieder Stahlsachen. Ich brauche getrocknete Beeren. Nein! Was? Ja, schwarzes Eis habe ich jetzt fast leer gemacht, aber sag ihm nichts. Soll ich Unordnung machen? Ich bin brav. Unordnung machen. Ich bin brav, ich leg dir einfach alles schön rein. Ein schmackhaftes Festmahl. Da würde ich sogar zwei herstellen. Ey, Digi, hast du Hunger? Ich mache hier voll geiles Zeug. Was machst du denn, Digi? Sag mal Brot. Brot mit Honig glasierte Eier. Oh, hört sich auch gut an. Oh, mir gefällt das schon mal. Mach nur so weiter, Alex. Irgendwann fangen wir an zu demonstrieren. Mehr Rechte für die Mods. Ihr bekommt ein schönes Zuhause, ja? Das wird ganz, ganz schön werden. Also alle Zutaten, die ablaufen können. Ja. Die hau ich jetzt mal in die Kühlkiste, damit es länger haltbar bleibt. Mhm. Hier ein Gewürzsteak, schmackhaftes Fleisch. Mit Honig glasierte Eier, gekochte Eier, schmackhaftes Festmahl, Menschenfleisch, geil. 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 Das will ich hören. Das dachte ich mir. Ihr legt jetzt alles schön unordentlich rein. So, so. Was ist denn mit den Fischen eigentlich? Laufen die auch ab, oder? Ja, gell? Ja. Da draußen. Läuft ab in... Okay. Nehmt euch mal mit. Fisch. 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 Daraus kann man nämlich wunderbare Rezepte gestalten. Was haben die hier? Da fängt sie mich auch schon an zu vergammeln. Ich lege auch das rohe Fleisch in den Kühlschrank. Ja, gerne. Du kannst das rohe Fleisch hier auch gleich verarbeiten. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr genug Zeit. Ach Mist, das passt alles gar nicht in einen Kühlschrank. Okay, ich glaube, das lassen wir dann doch. Okay. Weil ich glaube, wenn ich noch mehr schwarzes Eis nehme, dann killt mich der Alex. Da werd ich ganz base. Ganz base. Ach, schade, ich wollte hier was ganz Cooles machen. Solange die Fische nicht weglaufen, nee, nee, die laufen nicht, ey. Das mit der Evolution haben die hier nicht so drauf. Ah, hier haben wir nur Monster. Sortierungskiste. Ah, ja, ja, da hat er schon losgelegt. So, nochmal kurz in die Küche. Ich möchte nochmal was probieren. Exotisches Festmahl, dazu brauchen wir ein Ei. Oh ja. Ein Eihammer.
Du hast doch wohl ein Ei am Wandern. Ein exotisches Festmahl. Eine gewürzte Keule. So. Oh, hier ist nichts mehr. Uiuiuiui. Also wenn du jemals Hunger leiden solltest. Ja, immer. Dann guck in den Kühlschrank, ich habe Köstlichkeiten für dich zubereitet. Was? Du denkst an mich? Da sagst du nur noch Schmagofatz. Schmagofatz? Ja. Unappetitlicher Fisch, egal. Raus damit. Das mit Pfeil und Bogen finde ich aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja? Hast du dich so schon mal angeschossen jetzt? Oh, Nico, du musst gleich mal den Mods mal hier zeigen, wie das bei uns läuft. Was die für einen nochmal so ganz kurz vorbeigehen. Was die für einen Luxus hier bekommen. Ja, dass sie sich hier nicht mal bekommen. Kinder, schaut euch das an. Schaut euch das an, wie geil das ausschaut. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie das dann fertig ausschaut. Oh ja. Ihr seid sogar geschützt mit Stacheln. Das muss man sich mal vorstellen, ja. So, aber... Du gehst. Was ist mit uns Mods? Ja, ich hab's doch gerade gezeigt, oder? Können sich mal... Können wir mal glücklich schätzen. Wir wollen auch leckeres Essen. Nein. Na, ihr also... Ihr habt da draußen hier schon so lecker ein Futtertrog. Ja, ist ja auch lecker so. Lecker geröstete Keulen und so, gell? Nee, die haben den Futtertrog, das ist schon richtig. Echt, oder? Ja, klar. Ah ja, dann. Ach ja, diese riesen Schüssel da, gell? Ja, das ist, da können sie sich alle gleichzeitig bedienen, wenn sie wollen. Da kenne ich nix. So. Ich baue das mal jetzt hier langsam zu Ende. Ja doch, also ich muss schon zugeben, hier... Ich baue nochmal das Brötchen hier kurz, damit ich da speichern kann. Zack. Wow. Interagieren. Spawnpunkt aktualisiert, okay. Und abgestandenes Wasser. Nein, es ist ja hier überall frisches Wasser. Einfach aus dem See saufen. Eben, ja. Ja, ich glaube. Ja, okay. Ja, so soll man sich auch gar nicht wieder beklagen, ne? Soll man sich ja nicht so anstellen hier. Kommen ja wieder die Mods, ne, und sagen dann wieder, ja, wir bekommen kein frisches Wasser. Ja, was für ein frisches Wasser? Du wohnst am Fluss, Alter! Unser Spa dürft ihr aber jetzt nicht benutzen. Ich werde jetzt ins Bett hineingehen, mein Charakter liegt schon im Bett. Oh. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht da draußen. Sehr schön. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Jan und Shatrix, gute Nacht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich baue hier noch weiter. Tschüssi. Und du gehst, bist schon weg? Tschüss. Ich gehe jetzt weg, ja. Okay. Tschüss. Ja, warte kurz, ich muss hier noch einen neuen Gegenstand nehmen. Ich nehme ja noch auf, ne? Also. Ja. Ich will das nur noch mal hier fertig kriegen. Oh, ich habe eine neue Sammelkarte bekommen. Hm? Wieder eine neue Sammelkarte. Jetzt brauche ich nur noch, ja, schön, ein Stück, ich habe drei. Das gefällt mir. Nein. Ich wollte die Säule abreißen. Warum geht die Säule denn jetzt nicht ab? Ich kann die Säule nicht abreißen. Ich krieg einen zu viel, Digi. Ah, ich sehe den Bug. So. Gut. Dann, ja, warte, ich muss noch schnell das. Ich werde den Livestream löschen aus YouTube. Ja. Weil wir haben ja deine Folgen. Genau, das kommt als Folge. Endgültig löschen. Ja, endgültig löschen. Sehr schön. Brauchen wir nicht. Okay, dann Alex, gute Nacht und bis morgen oder so. Bis moin. Tschüss. Tschüss. Und ich baue hier nochmal diesen Unterstand weiter. Also, ich finde den jetzt schon sehr, sehr hübsch. Ich will ja nichts sagen, aber... Ah, jetzt sind die Säulen weg. Sehr schön. Ich würde die Säulen gerne so platzieren. Also in dem Fall, warte mal. Hier ist die Ecke. Wo sie da... Nee, Moment. Die Ecke war ja mal hier.
So, und jetzt müssen die halt hier hin. Damit die halt stützen, sonst komme ich in Teufels Küche tatsächlich. Hier. Oh, ich habe nicht genug Ressourcen. Also, dass wir halt so eine kleine Halle hier für die Leute machen. Dann hält das auch nochmal ein bisschen mit. Stützt es, weil ich sehe zum Beispiel, das kann ich hier gar nicht dran bauen gerade. Okay, ich guck mal, ob das Eisen fertig ist. Aber es sieht schon nice aus. Also, ich wollte ja alle zeigen, also alle Gebäudearten mal zeigen. Und jetzt gerade finde ich die doch sehr hübsch. Ich überlege mir, ob ich vielleicht doch nochmal eine Wand baue oder so, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Oh, wir haben so viel. Oh, wir haben so viel. Einmal. Machen wir mal 100. Ich will ja nicht... Machen wir mal 100, habe ich gesagt. Ich werde aber auch tatsächlich nicht mehr lange aufnehmen. Weil ich morgen früh... habe ich ein Bewerbungsgespräch. Und ich will, dass es gut läuft. Ich will mit Liebe überschüttet werden. Und deswegen möchte ich da doch mal hin. Und möchte auch ausgeruht sein, weil das ist halt so... Wenn man nicht fit ist für so ein Gespräch, dann vergiss es. Dann vergiss es wirklich. Zumal das ja... Ja, bei mir ist es halt... Wird es wahrscheinlich kein Fachgespräch sein, wahrscheinlich nur so, auch so ein kurzes so. Aber weil ich die Person kenne und eigentlich... Ist das mehr so, ja... Ich hoffe mal, dass es easy wird. Dass die Person auch hoffentlich mit der gleichen Einstellung wie ich reingeht. Wäre schade, wenn nicht, natürlich. Oh ja, jetzt geht's ja. Sehr schön. Und direkt danach kommt ja eigentlich hier drüber kommt schon die Kante, ne? Das heißt, hier drüber kommt die Kante, ja. Bäm. Guckt euch das mal an. Ah, Moment, jetzt müssen wir wieder 1, 2, 3. Die kommen hier hin, ne? Da. 1, 2, 3, oder? Ne, die kommt hier hin. Ich bin nicht sehr schlau. Weil die Decke kommt, wird ja noch ein bisschen weiter gemacht. Also, hier hört sie ja eigentlich auf. 1, 2, 3. Ich muss sie hier hin. Okay. Ja, die bricht gleich. Bricht die zusammen? Nee. Natürlich nicht. So, jetzt. Ich habe gerade meinem Charakter unter den Rock geguckt. Das ist aber nicht nett. Oh. Ja, hau doch drauf. Und der Thomas wird das jetzt nicht mehr wiedererkennen. Ich bin so happy, dass wir jetzt endlich mal in den anderen Stilen bauen konnten, weil das war ja immer so ein bisschen... Ja, und och, das ist so teuer. Und jetzt haben wir uns echt mal reingetraut. Und es ist allemal gut. Wir haben es zwar noch nicht geschafft, die Mauer fertig zu bauen. Oh, wir haben wieder nichts. Aber dafür das Ding. Ich glaube, ich baue hier unten. Haben wir die Decke durch. Das sieht so aus, als ob wir auch die Decke jetzt durch haben. Was war das nochmal? Grenzland. Ich baue unten jeweils ein Fenster um die Säule rum. Ich glaube, das sieht einfach... Auch damit wir einerseits das gesehen haben. Hier, genau. Den... Nee, das ist nicht der Rahmen. Gibt es hier Fenster? Ah, es gibt vielleicht gar keine Fenster. Ich baue mal das hier. Ah, ich habe kein Zeug dafür. Ich baue das mal. Und dann gucken... Ach, hier haben wir nichts mehr. Der Nico hat hier alles reingeräumt. Genau. So, da hinten. Und hier. Jawollo. Es erfreut mein Herz. Eine von diesen Rahmen. Steht ja hier eher Rahmen. Wie sieht denn das aus? Ja, das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte mehrere von diesen Rahmen quasi platzieren und dann... Ja. Darüber noch eine Wand jeweils. So. 1, 2, 3, 4. Ich brauche mal mehrere. Ach, zwei. Ach, guck mal. Mal schauen, wie es von außen sieht. Sieht schon nice aus. Also für unsere Leute hier. Ideal. Ideal. So. Aber ich werde tatsächlich mit Sandstein zu Ende bauen. Also die Mauer, weil
Das wäre viel zu teuer. Es sei denn, wir stellen irgendwann mal her und dann kann ich vielleicht mich nochmal dran wagen. Aber dann ersetze ich halt eher. Oh ja. Yeah. Eins, zwei, oh, hoppala. Drei. Eins. Oh, sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Können Sie sich da immer verstecken. Eins, zwei. So sieht das jetzt aus. Sieht nice aus. Wisst ihr was? Ich finde das zwar schön mit dem Dach hier, aber ich würde das hier abmachen. Ich würde die gerne abmachen. Und die Säule gegebenenfalls eins noch nach hinten rollen. Ich glaube, das sieht schöner aus auf Dauer. Jetzt gerade so, naja. Einfach weil die Schräge hier halt schon beginnt. Also warte mal. Ich brauche einfach nur jeweils vier Säulen. Oh, Mist. So. Sieht schöner aus. So für meinen Geschmack. Oh, hier muss ich eh noch den Tempel abreißen nochmal. Und noch neu bauen. Aber das sollte ja auch gehen. Genau, das sind die Yamatai hier. Was ich auch sehr schön finde. Ah ne, ich kann den zurück ins Inventar nehmen. Oh, da muss ich aber hier. Dann kann ich ja aber Yamatai Fundamente. 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich 4 Yamatai Säulen und eine Schräge. Was ist denn? 1, 2, 3, 4. Ne, 5, 6. Ich brauche ja mehr. So. Jetzt kommt erstmal der Tempel wieder rein. Ah ne, ich brauche das hier. Und noch einer. So, und jetzt kommt der Tempel erstmal rein. Okay. Es passt, glaube ich, nicht. Eben wegen dieser Spitze. Würde er so reinpassen? So kann, warte mal, würde der so reinpassen? Nee. Ich glaube, der ist zu hoch. Das ist der einzige Tempel, der so hoch ist, ha? Huh? Oh, nee, komm. Wenn, dann müssten wir die Halle länger bauen. Das könnte vielleicht auch noch gehen. Aber, okay. Das ist schade. Hier kann ich die Säulen... Oh nee, ich müsste die Säulen da platzieren. Nee, dann lassen wir die Säulen aus. Tatsächlich. Aber hier müsste ich noch eins höher bauen. Oder eins weiter. Ich glaube, ich baue eins weiter. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Na komm. Na. 4 1 2. Guck doch nicht immer unter den Rock hier. Warte mal. Stört aber auch die Sicht hier. Ach komm. Du schaffst das. Du bist ein guter Kletterer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Diggi. Ihr habt dir das Klettern beigebracht. Ja, das passt doch, sag ich doch. Oh, das wird aber ganz knapp. Oh, das wird ganz knapp. Warte mal. Ich guck mal, ob ich den hier platzieren kann jetzt. Müsste ich ja eigentlich. Nee. Woran liegt's? Ich glaube mit dem Dach einfach. Okay, ich muss das Dach wahrscheinlich komplett jetzt erstmal abmachen. Dann das Ding platzieren und dann hoffen, dass ich die Mauer drüber bekomme. Die Dachschräge drüber bekomme.
Warte mal, wir klettern mal hier hoch. Nein! Ach, du dummer Typ, ey.